Moin moin, liebe Freunde. Ich bin Jinx Viking und mache jetzt ein kleines Video, in welchem ich einen Teil meiner Erfahrungen mit euch teilen möchte innerhalb dieses YouTube-Projekts. Und zwar der Weg zum YouTuber. Ich kann einfach nur sagen, es gibt da so ein paar Dinge, die man auch als Anfänger unbedingt beachten muss, denn auch YouTube ist so gesehen kein Zuckerschlecken. Und ich habe jetzt über 60 Videos mittlerweile hochgeladen und habe über 60 Abonnenten, soweit mein letzter Kenntnisstand ist, was einfach immens ist. Ich möchte mich auch an der Stelle nochmal ganz, ganz groß hier mit Herzchen und so bedanken bei euch, weil ich nie im Leben mit dieser Art von Support gerechnet habe. Ich habe schon oft gesagt, ich habe immer gedacht, ich lade, keine Ahnung, 50 Videos hoch und die ersten 50 Videos guckt kein einziger Mensch. Das war meine Erwartungshaltung, weil YouTube ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Man muss guten Content abliefern und ihr habt auch gemerkt, dass ich so ein bisschen der Alternativkanal bin zu vielen anderen, die sehr, sehr akribisch und hart mit Cuts arbeiten und mit Schnitten und Effekten und Musik und keine Ahnung was alles. Hintergrundmusik, lizenzfreie Musik, das soll bei mir natürlich auch irgendwann mal kommen. Aber darum soll es gar nicht momentan gehen. Es geht um meinen persönlichen Erfahrungswert und meinen Top 1 Grund, was du zwangsläufig können musst, wenn du mit YouTube anfängst oder generell mit dem Stream anfängst, ist, du musst dein Handwerk verstehen. Du musst, das ist wie früher in der Schule, wenn du in Matheunterricht sitzt und du sollst eine Aufgabe lösen und diese Aufgabe ist nur mit einem Zirkel und einem Geodreieck zu lösen, musst du verstehen, wie du mit einem Zirkel und einem Geodreieck zu arbeiten hast. Das ist dein Arbeitsmaterial, das musst du verstehen. Du musst verstehen, wenn du im Deutschunterricht bist und du sollst eine Alliteration schreiben. Du musst verstehen, was das ist, damit du es anwenden kannst. Es ist zwar vielleicht ein bisschen weit hergeholt, der Vergleich, aber ihr versteht, was ich meine. Und so geht es halt auch mit dem Aufnahmeprogramm. Denn ihr müsst wissen, ihr drückt nicht einfach nur irgendwie bei irgendeinem Programm Aufnahme und das läuft. Nein. OBS ist eine Wissenschaft für sich. Auf den ersten Blick wirkt es recht kompliziert, aber es gibt genug Tutorials da draußen, die einem das Ganze erklären. Und ich habe mich tatsächlich über mehrere Tage und auch Wochen über YouTube-Tutorials in OBS reingefressen, um das Programm zu verstehen, was Szenen sind, was Quellen sind, wie der Audiomixer funktioniert, wie man Szenenübergänge macht. So ganz simple halt, ne? Oder auch wie die Steuerung ist, wie ihr, wenn ihr einen Livestream macht, das Ganze einbindet in OBS oder eurem Aufnahmeprogramm der Wahl. Das ist nicht einfach so, aha, da muss ich das machen, aha, da muss ich das machen. Nein, ihr müsst euch damit wirklich beschäftigen, ihr müsst das verstehen. Wenn ihr eine, ihr müsst verschiedene Quellen halt haben, das sind dann meinetwegen die Audio-Eingabeaufnahme, die Videoaufnahme, die Fensteraufnahme eventuell, damit ihr halt auch dann Sachen abgreifen könnt, die im Hintergrund passieren oder halt auf eurem Tester-Desktop. Das sind verschiedene Szenenwechsel, wie ihr schon auch bei mir gesehen habt, die ihr alle per Hand anrichten müsst. Ihr müsst das verstehen. Nur so schafft ihr es tatsächlich irgendwann, ein gutes Video hochzuladen. Ihr könnt natürlich, wie ich es am Anfang, innerhalb meiner, ich glaube, ersten 10 Videos waren es, da habe ich tatsächlich Aufnahme gedrückt, irgendwann Aufnahme beendet und ich hatte, glaube ich, einen Szenenwechsel von dem hier zu Vollbild zu Ingame. Das Ganze lief dann noch als Laptop intern. Da war noch nichts hier mit extra Capture Card und so oder Verbindung zur Xbox. Das kam erst dann später. Und ich kann euch auch sagen, so im Schnitt lerne ich alle 12 Videos irgendwas Neues kennen oder eine neue Erfahrung, die ich dann mache. Irgendwie witzig. So alle 12, 13 Videos, vielleicht eher 13, gibt es irgendwas Neues. Ich habe lange Zeit mit der Xbox-App, die es ja auch für einen Laptop gibt, quasi das Xbox-Bild auf den Laptop gestreamt,
weil ich da noch keine Capture Card hatte. Und irgendwann war mir einfach diese Auflösung, diese Skalierung, die dabei entstanden ist, so schlecht von der Bildrate her, dass ich gesagt habe, komm, jetzt muss eine Capture Card her. Und da wären wir bei Punkt 2. Equipment. Ich finde, Equipment ist immens wichtig, wenn ihr auf YouTube Erfolg haben möchtet. Das hier ist ein Blue Yeti Mikrofon. Das hat einen Preis. Man muss es nicht kaufen am Anfang. Aber wenn ihr ein Video anmacht, was passiert dann mit euch? Das Erste, was ihr hört, ist der Ton. Und wenn der Ton grausig klingt, wenn er am Knistern ist wie sonst was, dann ist das in den Ohren wie ein Presslufthammer. Das macht ihr sofort wieder aus. Da gebe ich euch Brief und Siegel. Und auch wenn ihr euch das Mikrofon gekauft habt, hier sind Regler vorne dran, hier sind unten drunter auch Regler dran mit Pattern und Turn und keine Ahnung was. Das müsst ihr auch einstellen. Arbeitshandwerk, Arbeitsgerät, das müsst ihr verstehen, wie das funktioniert. Und es gibt natürlich verschiedene Presets, also vorgefertigte Einstellungen, die ihr euch irgendwo angucken könnt und quasi nachstellen könnt. Habe ich auch gemacht. Deswegen klingt das Mikrofon so, wie es gerade klingt. Es ist nicht die optimale Tonstudio-Qualität. Aber es ist auch wegen meiner Räumlichkeiten hier nicht anders möglich. Vielleicht irgendwann, wenn ich mir da hinten was freigeräumt habe und mir da eine Ecke einrichte, kann man vielleicht hier noch so diese lärmabsorbierenden Wände sich holen. Aber es ist alles Zukunftsmusik. Das nächste, was ist natürlich die Kamera. Ich habe hier die integrierte Kamera des Laptops gerade am Laufen. Und ich plane noch eine weitere Webcam hier hinzustellen für eventuell lustige Szenen, Reaktionen oder sonst was. Das ist auch wichtig. Am Anfang reicht wirklich eine Billo-Cam, die halbwegs das Bild gut wiedergeben kann. Das nächste ist die Belichtung. Hast du hier Keylights und von oben noch das Flutlicht. Aber das müsst ihr auch erstmal alles ausprobieren. Wenn ihr das soweit habt, seid ihr schon gut dabei. Ihr könnt natürlich auch ohne Facecam spielen, aber dann muss der Ton immens gut sein, damit die Zuschauer auch an euch hängen bleiben und eurer Stimme sich fesseln können. Deswegen Equipment ist das A und O. Es geht auch meiner Meinung nach an einer Capture Card nichts vorbei, wenn ihr auf verschiedenen Konsolen streamen oder halt VODs machen wollt. Das ist der beste Weg, den man dann gehen kann. Eine Capture Card, die muss auch gar nicht mal so teuer sein. Ich habe die von AV Media, Live Gamer, weiß ich nicht was, müsste ich jetzt nachgucken. Gibt es überall bei Amazon und Co. keine Werbung für um die 80 Euro. Kann ich euch empfehlen, ist ein gutes Teil. Überhitzt auch nicht, hat einen extra Schutz mit am Start. Mega wichtig. Das dritte, womit wir noch einmal einen Szenenwechsel machen. Das ist nicht nur auf YouTube dann gehen und dann, Moment, Clock. Hier seht ihr mal ein bisschen was von mir. Ich lade gerade eine neue Folge hoch. Ihr seht, das hier unten wird bei 75%, noch 4 Minuten, bla bla bla. Damit ihr ein bisschen Einblick darin habt, ihr drückt auf Erstellen, das ist unter meiner Cam. Da kann man dann Video, Livestream oder halt Beitrag auswählen, wenn man das Community Hub freigeschaltet hat. Dann ist natürlich klar, ne? Titel, Beschreibung, das Thumbnail, welches ihr dann selber hochladen und erstellen könnt. Oder hier drei vorgefertigte. Die würde ich aber nicht nehmen. Die sind immer so ein bisschen, ich sag mal, lame. Die Playlist natürlich. Dann müsst ihr auswählen die Zielgruppe. Ja, für Kinder. Nein, nicht speziell für Kinder. Dann müsst ihr immer auf Mehr Anzeigen klicken. Dann gibt es hier bezahlte Werbung, was ihr auswählen müsst oder nicht. Es gibt automatische Kapitel. Es gibt Orte. Es gibt Text, die sehr wichtig sind. Es gibt die Sprache natürlich, Datum und Aufnahme. Es gibt die Lizenz, die mega wichtig ist. Auch für spätere eventuelle Partner und keine Ahnung was. Es gibt natürlich die Kategorie und Kommentarbewertung, was darf hier gemacht werden und keine Ahnung. Das müsst ihr alles einstellen. Es gibt natürlich Details wiederverwenden. Ja. Aber es ist immer gut, was Individuelles zu haben. Außer die Beschreibung, die mache ich eigentlich immer gleich.
Natürlich Videoelemente, Abspann hinzufügen, das ist alles Infokarten, eventuell Überprüfung. Das ist immer sehr interessant für euch, ob ihr eventuell eine Urheberrechtsverletzung begeht. Als letzter Punkt gibt es die Sichtbarkeit. Da könnt ihr dann quasi auch einstellen, wann das veröffentlicht werden soll. Und ja, das ist erst einmal alles, was es auf YouTube so dann gibt. Glock, schon bin ich wieder groß. Es ist ein bisschen Harakiri, sich da so reinzufuchsen. Du wirst auch für einen Livestream erst, warum auch immer, nach 24 Stunden oder so freigeschaltet. Das Community Hub bekommst du erst ab einer gewissen Wiedergabezeit deines Kanals. Das hast du nicht von Anfang an, das habe ich auch erst vor kurzem bekommen. Der nächste Punkt wäre die Monetarisierung, wo es dann wirklich mit Werbung und Geldeinnahmen einhergeht. Das gibt es bei 1000 Abonnenten und 1000 Stunden Wiedergabezeit. Von den 1000 Abonnenten bin ich natürlich noch weit entfernt. Von der Wiedergabezeit ist tatsächlich ein Drittel schon erreicht. Das finde ich immens krass. Das heißt, ihr guckt meine Videos wirklich von Anfang bis Ende. Yay. Aber das ist es halt auch nicht. Mein Erfahrungswert ist aber auch, womit wir dann bei Punkt 3 sind, was ich gerade angerissen habe. Wenn ihr euer Handwerk verstanden habt und euer Equipment habt, dann seid euch gewiss, es kommt niemand. Es kommt keiner, der euch hilft. Da ist niemand. Ihr könnt euch YouTube-Tutorials angucken, meine Herzensempfehlung. Das geht. Da könnt ihr sehr viel lernen. Ihr könnt vielleicht im Freundeskreis ein bisschen fragen. Der eine oder andere mag sich vielleicht auskennen. Aber es kommt niemand im Sinne von anderen YouTubern, die vielleicht einen größeren Kanal haben, als ihr es habt, die euch helfen. Es kommt niemand. Ich habe viele Leute gefragt, auch aus der FIFA-Szene, ich werde nicht alle nennen. Ich habe Kanäle gefragt, die weit über 100 oder 200.000 Abonnenten haben. Ich habe Kanäle gefragt, die auch nur 300 oder 400 Abonnenten haben, in Anführungsstrichen. Es kommt niemand. Ihr seid für die Konkurrenz, wenn ihr einen ähnlichen Content macht. Und die wollen keine Konkurrenz. YouTube ist ein Haifischbecken. Die wollen euch nicht sehen, die wollen nichts von euch hören. Es gibt freundliche Menschen, ja, aber das ist die Ausnahme. Ich war auch in verschiedenen Livestreams und habe dann da nach Kooperation mal gefragt oder habe auch auf offiziellem Wege Kooperation angefragt. Gerade ein Beispiel, was ich vielleicht nennen mag, ist auch ein FIFA-YouTuber. Dem habe ich geschrieben, ob wir nicht mal eine Sprint to Glory aufnehmen sollen als Showdown-Format, also er gegen mich bei gleicher Verein oder auch unterschiedliche Vereine. Das ist ein Format, das kennt ihr bestimmt aus diversen anderen FIFA-Leuten, von FIFA-Leuten. Er hat gesagt, er wäre interessiert. Er hat auch eine gewisse Kanalgröße. Und ich solle ihm doch mal bitte ein Video schicken von dem, was ich so mache. Habe ich natürlich getan. Ich habe ihm ein Video geschickt. Das war natürlich eins der realistischen Schalke-Karriere. Ich glaube, es war die Spielerkarriere dort. Und exakt 2 Tage später kam von ihm eine Sprint to Glory mit dem FC Schalke 04. Man könnte sich jetzt denken, vielleicht habe ich ihn beeinflusst, vielleicht ist es ein prekärer Zufall, aber ich habe ihn irgendwann nochmal angeschrieben, weil nichts mehr weiter von ihm kam und es kam bis heute keine Antwort nach einer Kooperation. Es kommt keiner. Seid euch dem gewahr und wenn überhaupt, sucht euch Leute, die mit dem Kanal exakt so weit seid wie ihr selbst. Es gibt mit Sicherheit welche, die schreiben euch dann mal, auch wenn sie größer sind, aber rechnet nicht damit. Rechnet damit, dass ihr euch alles selber erarbeiten müsst, dass ihr selber groß werden müsst, dass ihr eure Erfahrung sammeln müsst und dass ihr dann viel später Kooperationen machen könnt. Punkt 4 ist Werbung.
Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo da. Alles wichtig für den YouTube-Algorithmus, denn der YouTube-Algorithmus ist euer größter Freund oder euer größter Feind. Das kann wirklich so passieren. Ich habe gemerkt, ich habe eine ganze Reihe von Videos hochgeladen, die mehr so in Richtung Indie-Games gingen. Rogue Tower oder auch RimWorld, Civilization, Plug Inc., Disneys Dreamlight Valley habe ich eine Folge hochgeladen, die ich auch ziemlich gut geschnitten habe, finde ich für meine Verhältnisse immer noch. Das war mal so richtig, wo ich quasi ausgerastet bin, einmal so richtig gucken, was ich alles kann, was ich machen kann. Wo ich auch gemerkt habe, ich habe das viel zu aufwendig gemacht, weil es hat bis heute kaum einer geguckt. Und da hat mich der Algorithmus einfach noch nicht so vorgeschlagen. Und dann kam es. Das allererste FIFA-Video, welches ich hochgeladen hatte, es hatte direkt nach, weiß nicht, 2 Tagen über 100 Aufrufe, was ich immens geil fand. Und da kam dieser Push. Da kam wirklich so dieser Algorithmus, der hat gesagt, komm, ab nach oben mit dir. Und die nächsten 4 Videos hatten nach relativ kurzer Zeit alle über, weiß nicht, 50, 60, 70 Aufrufe. Und das erste natürlich immer noch weiter mehr, weil die Leute rücken ja auch nach. Und da habe ich dann gemerkt, der Algorithmus, der pusht. Und noch mehr hat er gepusht, als ich gemerkt habe, dass fast jedes Video eine gewisse Anzahl an Likes durch euch hatte, durch die Community, dass dann auch ältere Videos davon profitiert haben. Deswegen, es ist nicht schlimm, Werbung zu machen. Das müsst ihr auch in gewisser Art und Weise machen, wenn ihr mit YouTube anfangt. Ihr müsst es halt auch nur gut und ehrlich verpacken. Wenn ihr da so latent aggressiv ins Mikrofon schreit, ey, gib mir jetzt ein Like, kriegt ihr kein Like. Ihr müsst das schon so machen, dass die Leute auch verstehen, dass es eurem Kanal hilft und ihr davon profitiert und auch die Zuschauerschaft davon profitiert, weil ihr dann natürlich mehr Motivation habt, mehr zu produzieren und vielleicht sogar auch besser zu produzieren, dass ihr vielleicht wirklich nochmal ein Video überarbeitet. Kommen wir zu Punkt Nummer 5. Kontrolle. Du musst nicht jeden Tag was hochladen. Du musst deine Motivation selber hochhalten und auch deine Disziplin, dass du hochlädst, wenn du gute Laune hast, wenn dir danach ist und wenn du eine kreative Idee im Kopf hast, wenn du einen Plan hast, dann setz dich an den Rechner, richte dir alles ein, was du so brauchst und leg los. Arbeite an Thumbnails, dass deine Videos besser sind. Mach was Kreatives. Teste dich selbst aus. Behalte die Kontrolle über deinen YouTube-Kanal. Dass du das machst, was dir selber gefällt, in deiner persönlichen Art, wie du dir vorstellst, dass du es hochladen möchtest. Mach nicht all das, was die anderen machen. Mach einen eigenen Weg. Du siehst es bei mir selber. Ich habe auch eine relativ spezielle Art, Videos zu machen, die sehr ruhig ist. Das sagen mir immer wieder Leute, die aber anscheinend auch gut ankommt. Sonst würden nicht die Leute halt gucken. Und auch wenn mal die Leute nicht gucken, lass dich nicht entmutigen, solange du selber Spaß dran hast zu zocken. Du musst mal selber dir vor Augen halten, wenn du mit YouTube Erfolg haben willst, im Sinne von Geld verdienen, das sind 1%, maximal 2% der gesamten YouTuberschaft hier in Deutschland, die ein Monatseinkommen von, was war das, was ich gelesen habe, 2.500 oder 3.500 im Monat brutto haben. Oder mehr natürlich. Es gibt die ganz Großen wie Montana Black, die Millionen verdienen. Aber der ist dann halt unter einem Prozentsatz 0,00001. Und ich glaube, 1-2% der gesamten Leute aus Deutschland haben einen geregelten Bruttoverdienst von 2,5 bis 3,5. Das ist sehr wenig. Ich habe persönlich YouTube angefangen, weil es mir Spaß macht zu zocken, Leute dabei zugucken. Und dann das, was ich quasi getan habe, kommentieren. Mir macht das Spaß, das Feedback zu bekommen. Weil ich habe oft genug auf der Couch gesessen und habe dann für mich selber gezockt und irgendwann habe ich dann so ein bisschen vielleicht die Lust verloren mal, hast dann eine Stunde wieder ausgemacht und hier macht mir das Spaß, weil hier habe ich
was immer weitergeht. So, das ist halt so mein Ding dabei. Behalte die Kontrolle über deinen YouTube-Kanal, lade hoch, was dir gefällt. Und wenn die Zuschauer sich was wünschen, geh natürlich darauf ein, solange es dir auch selber Spaß macht. Und lass dich auch nicht übermäßig kritisieren, nur weil du vielleicht nicht die perfekten Jump Cuts drauf hast, weil du lernst das ja im Zweifel alles noch. Du bist ja am Anfang. Oder lass dich auch nicht entmutigen, wenn die Sonne hier reinschallert wie sonst was, mitten im November. Lass dich nicht entmutigen oder von sowas. In diesem Sinne, wenn ihr YouTuber werden wollt, habt einfach Spaß daran. Beachtet ein paar gewisse Grundregeln und ihr werdet auch irgendwo Leute abholen, die euch dann gerne zuschauen beim Zocken. Ich bin Jinx Viking. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal so ein Video. Mal schauen, wie es so läuft. Vielleicht bei 100 Abonnenten. Mal gucken. Ich würde sagen, bis bald, meine Freunde. Haut rein.